wunderschönen Lustgarten. Den hat ein König von Preußen mal seiner Geliebten einrichten lassen, damit die unbemerkt von Kaffeeschnüfflern eine Tasse heißes, berauschendes Getränk genießen kann. Damals war nämlich Kaffeetrinken verboten und der Staat hat ganz viele Polizisten bezahlt, damit sie rumgehen und ihre Nasen benutzen, um Kaffeeschmuggler zu finden. Heute erscheint uns das absurd. Und genauso absurd wird unseren Kindern der Gedanke erscheinen, dass Cannabis einmal verboten war. Ich hoffe, dass Jost und Mariana mittlerweile in Richtung Wagen unterwegs sind. Die müssen nämlich jetzt gleich reden. Neben uns ist der Kölner, der Berliner Dom, Kölner, ja. Der Kölner ist ein bisschen eckiger, das mit der runden oben drauf ist der Berliner Dom. Aber nichtsdestotrotz ist ein Beispiel dafür, dass Religion auch heute noch unser öffentliches Leben bestimmt. Und eine Frau, die gegen diese Unsitte, die einer aufgeklärten Gesellschaft weiß Gott unwürdig ist, dagegen vorgeht und das ganz geschickt mit Drogenpolitik verknüpft, die möchte ich euch jetzt als nächstes am Mikrofon vorstellen. Mariana aus, oh Gott, Süddeutschland, ganz weit weg. Ich glaube Karlsruhe oder sowas, hilf mir. Heidelberg! Ja, liebe Leute, der Steffen hat's gesagt. Drogenpolitik und Trennung von Staat und Kirche, das sind meine hauptpolitische Anliegen. Und das geht auch ganz gut zusammen. Denn diese ganze verbohrte Drogenpolitik ist einfach auch nur Scheißideologie. I have a dream! Und ich sage euch, Cannabis legal, international, noch bevor ich 40 wird. Das ist mein Traum. 7 Jahre Cannabis legal, international. Ja. Und vor ein paar Jahren hätten die Leute gesagt, okay. Mann, bist du ein Träumer. Das ist noch ewig hin, das kommt niemals. Aber jetzt sage ich euch, ich bin optimistisch. Denn es tut sich ganz viel auf der internationalen Ebene. Wirklich, es ist nicht nur Colorado, Washington, Alaska, Oregon, das sind schon fast Begriffe, die für die Legalisierung ein Mahnzeichen sind. Und dann kommt noch Uruguay dazu und überall in Lateinamerika haben die Leute auch die Schnauze voll von der fucking Prohibition. Es rollt eine Legalisierungswelle auf uns zu. Nächstes Jahr, die Vereinten Nationen machen auch eine Sonderversammlung zur Drogenpolitik. Da wird entschieden eventuell, ob Cannabis in eine andere Substanzklasse kommt. Und damit ist der Weg dann auch frei für die Nationalstaaten, ihre eigene Drogenpolitik zu fahren. Und da bewegt sich ganz viel auf internationaler Ebene. Viele Institutionen, die daran arbeiten, dass diese Versammlung ein Erfolg wird. Und mit diesem Signal 2016 können wir weitermachen. Aber ich sag euch, die Welle rollt. Damit wir sie mitreiten können, müssen wir aktiv werden, müssen wir aufstehen, müssen wir zusammenkommen und uns einbringen, uns engagieren, weil sonst rollt diese Welle schlicht und ergreifend an uns vorbei. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen Cannabis legal international haben. Denn es ist, wie Steffen schon sagt, an Absurdität einfach nicht mehr zu übertreffen. Cannabis ist eine Droge, die Weltkultur ist. Ja. Seit Tausenden von Jahren benutzen die Leute Cannabis als Konsummittel, als Medizin, als Rauschmittel, als Ritualmittel durchaus auch. Und es ist eigentlich ein kleinster Zeit der Menschheitsgeschichte, wo die Cannabis-Frage illegal ist. Der kleinste Teil. Und wenn jetzt Marlene Mott, lass ich nochmal hinstellen und sagt, Bier ist Kultur, dann sage ich Cannabis noch viel länger als fucking Bier. Die Argumente sind auf unserer Seite und wir haben sie schon gehört. Jugendschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz, tatsächlich einfach mal richtig gute Aufklärung für Konsumentinnen, für Verbraucherinnen. Aber es gibt noch ein weiteres Argument und das ist, was ich heute aus internationaler Perspektive noch mal nahebringen will. Prohibition ist scheiße,
nicht nur für uns hier, nicht nur wegen der Strafverfolgung und der Kriminalisierung. Prohibition ist scheiße, weil sie tötet, weil sie Menschenleben kostet. In Lateinamerika, in Afrika, in Asien, überall dort, wo produziert wird, leiden die Leute darunter, dass es kriminelle Banden sind, die Drogen vertreiben und nicht die Sache in einem legalen Zustand über die Bühne geht. Menschen sterben, Hunderte von Tausende aus Mexiko, dem Land, aus dem ich komme, leiden darunter. Leben, Menschenleben ist nichts mehr wert dort. Leute können einfach umgebracht werden, ohne dass überhaupt noch jemand ermittelt, warum sie gestorben sind. Und das ist ein Zustand, der nicht länger tragbar ist. Ja. Prohibition tötet. Und außerdem ist Prohibition rassistische Kackscheiße. Ja. Es ist der Ursprung der Prohibition, dass als die Bauern von Mexiko kamen und ihr Kraut mitbrachten, Marihuana, ja? Und dann kamen die ganzen Amis und meinten plötzlich, diese Schwarzen und diese Mexikaner, die sind alle komisch drauf und die rauchen Marihuana und deswegen ist es illegal. Es ist rassistische Kackscheiße, weil die Gefängnisse voll von schwarzen Menschen und Latinos sind und nicht von Weißen, die mit Marihuana erwischt werden. Es ist rassistische Kackscheiße, weil die Polizei vor allem die Leute sich vornimmt, die irgendwie anders aussehen. Also stopp! Schluss mit Krimi! Cannabis normal! Schluss mit Krimi! International! Ewige Blumenkraft! Hasta la Victoria siempre! Vielen Dank, Mariana! Ohne viel weitere Vorstellungen.